Hey und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video-Review. Und zwar haben wir heute Transformers Prime, Beast Hunters, Voyager Class, Sharkticon, Megatron. Und hier haben wir ihn auch schon. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt eine Verpackung. Jetzt denkt ihr auch, warum habe ich eine Verpackung überhaupt hier, wenn ich überhaupt die restlichen Videos ohne Verpackung mache. Das ist jetzt so, ich habe ja davor gesagt, dass ich die etwas älter habe als diese Figur. Die habe ich etwa vor kurzem gekauft. Eigentlich auch Anfang letzter Woche. Und ja, ich fand sie einfach nur cool, weil ich keine einzige Megatron-Figur von hier, von dieser Line habe. Und da habe ich mir gedacht, macht ja nichts, wenn ich hier jetzt Beast Hunters probiere, weil die andere Megatron, die von Robots in Disguise, die ist mir etwas zu teuer gewesen, aber irgendwann kommt sie noch. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Tut mir leid, wenn die Videos jetzt so spät kommen, aber ich habe gedacht, warum soll ich jetzt einfach anfangen, andere Roboter zu reviewen, als die ich schon habe. Und ja, hier haben wir ihn auch schon. Also gucken wir uns die Verpackung an. Und ja, packen wir den mal auf Seite. Hier haben wir die Verpackung auch schon. Hier sehen wir seinen Namen. Decepticon, Sharkticon, Megatron. Beast Hunters haben wir hier in seinen Cybertronisch High oder Shark Jet Mod. Und ja, hier oben haben wir Predacon. Dann haben wir hier oben Transformers Prime. Ist ab 5 Jahren freigegeben, ist in der Stufe 2, das heißt mittelschwer zu transformieren. Hier an der Seite haben wir einen kleinen Satz, was er will. Zum Beispiel hier, will Rache üben. Das erkennt man schon. Und hier haben wir ihn auch schon, seinen coolen Beast-Modus, was ich sehr, sehr cool finde. Vor allem die Texturen sind sehr cool. Und genauso auf der anderen Seite haben wir auch ein Image von ihm. Hier haben wir Sharkticon, Megatron, Decepticon Symbol und die Voyager Klasse 6. Und hier unten haben wir dann einmal Ultra Magnus Beast Hunters Version. Ja, hier steht Transformers Collectors Club. Und ja, es gibt noch mehr, weil hier, ja, steht hier, gibt noch mehr. Das ist in dem Ultra Magnus. Und auf der Rückseite der Box haben wir wieder seinen Namen, Decepticon, Decepticon Logo und die Product Shots vom Roboter Modus und Jet Modus. Und ja, schaut euch das auf YouTube an. Gibt es auch Serien davon. Auf Facebook. Naja, weiß ich jetzt nicht. Und ja, guckt es einfach im Internet nach. Ich finde, diese Serie ist toll gemacht. Ja, ich liebe einfach diese Serie. Ich liebe alle Transformers-Filme. Und ja, so viel auch dazu. Kommen wir aber nun zur Figur. So. Und ja, hier haben wir die auch schon. Ah, bevor wir zu der Figur kommen, zeige ich ja mal hier die Anleitung. Hier haben wir die auch. Das ist eine lilafarbene oder violettfarbene Anleitung. Hier sehen wir Robotermodus. Vom Robotermodus in den Jetmodus. Ja, sehen wir. Kann ich euch mal zeigen, wie es überhaupt hier reinpasst. Ja. Passt. Und auf der anderen Seite vom Jetmodus zum Robotermodus. Hier sehen wir den Jetmodus hier oben und Robotermodus. Und verfügt auch eine Waffe, die dann ich auch gleich zeigen werde. Hier wieder zusammenfalten.
Was ist denn nochmal? Ich kann mich hier jetzt nicht echt mit diesen Anleitungen aus. Boah, ah, so, ah. So, also, weg mit dieser Anleitung. Und ja. Kommen wir nun zur Figur. Ja. Hier ist Shaktiko Megatron in seinem biestigen Jet-Modus, was sehr, sehr cool ist, muss ich sagen. Sieht viel besser aus als die reguläre Originalversion von Megatron. Und ja, gucken wir uns die Details an. Hier vorne sehen wir ein Face von einem Hai. Wie soll ich sagen, sage ich das jetzt mal auf Englisch, Shark. Eine Face, ein Gesicht vom Shark. In Gelb und etwas Blau, dabei auch etwas Gold hier an den Augengliedern. Haben wir hier schön Silber, ein bisschen Blau, genauso auf der anderen Seite Gelb, Blau, Gold. Ein bisschen hier so pink farbig. Haben wir hier wieder pink farbig. Sehr, sehr viele Details, muss ich sagen. Sehr, sehr cool hergestellt. Und ja, hier haben wir dann noch etwas pink oder rosa farbig. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir ein grünes Decepticon-Symbol oder was weiß ich. Sieht aus wie ein Decepticon-Symbol, ist aber ein, keine Ahnung, Beast-Symbol oder so. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was das für ein Symbol ist. Ich weiß es nicht. Schreibt mir einfach in die Kommentare und dann weiß ich auch schon. Ja, so viel auch dazu. Zu denen. Und ja, hier auf der unteren Seite sehen wir hier die Beine. Ich mach mal ein bisschen höher hier. So, hier unten sehen wir auch die Beine und die Arme und die Hände. Die sollen eigentlich nicht rausgucken. Habe ich die etwa vergessen? Hm. Komisch. Ah, naja, passiert manchmal. Und ja. Irgendwie, was mich stört, ist, dass hier diese Seitenteile stören, weil die irgendwie hier nicht so rein platziert werden. Weil hier sehen wir so einen Stift, hier so, der einfach hier hinein rein muss. Aber irgendwie will er nicht halten. Der geht zwar rein, aber will halt nicht so halten. Jetzt hält er, aber nach einer Zeit will er nicht mehr halten. Das ist blöd. Und ja, hier zum Beispiel will er nicht halten. Ah, doch, so jetzt. Aber naja. So viel dazu. Er enthält auch eine Waffe, und zwar hier seine Shark-Waffe, was sehr, sehr cool aussieht, muss ich sagen. Auch hier reißlich detailliert. Hier ein bisschen Silberchrom. Und ich weiß jetzt nicht, es ist grün-gelb. Wie gesagt, ich bin ein bisschen hier farbenblind. Also ich bin nicht farbenblind, sondern ich kann nur halt im Dunkeln nicht unterscheiden, die so fast genau sehen. Also im Dunkel sieht das aus wie grün. Ich weiß nicht, ob das grün ist oder gelb. Ich glaube, es ist grün. Aber naja. Oh, Entschuldigung. Meine Kamera, tut mir jetzt leid. Muss aber, ich habe hier so wenig Platz. Wie eine Couch und sowas. Irgendwie muss ich das hier wegpacken, dann habe ich vielleicht mehr Platz. Naja. Und ja. Die kann man auch natürlich platzieren. Der bewegliche Teil, der hat auch ein Gimmick. Und zwar, wenn man hier jetzt das anfasst, sieht man, wie das Schwert hier so rausschleudert. Kaboom, kaboom. Macht auch so einen Krach. Ja! Aber naja. Und zwar können wir den auch hier dran befestigen. Und zwar sehen wir hier ein Port. Hier und hier. Die kann man dann hier mit diesem Stift hinein platzieren. Komm schon. So. Schon hat man den im Flugmodus.
Okay, wäre eine Entscheidung. Oder man könnte die auch hier dran machen. Oder rückwärts, wie man gerne möchte. Und man kann natürlich auch hier sehen wir diese Stifte, die können wir dann auch befestigen an diesen hier. Ich glaube, ich muss das hier erstmal ausbreiten. Und zwar sehen wir hier so einen kleinen Fokus hier nicht. So sehen wir hier so einen kleinen Stift, der dann hier rein, hineingeslidet wird, in diese kleine Lücke hier. So. Zwar reinsliden, will jetzt irgendwie nicht. Ach so. Schon hat man so ein Schwert. Was sehr, sehr cool aussieht, muss ich sagen. Die sieht viel besser aus, als einfach so eine Handfeuerwaffe zu haben. Hat auch hier so eine kleine Wasser, das angeblich Wasser sein soll. Oder irgendetwas, so eine Art. Aber man kann natürlich hier diese auch dran machen. Zwar so quer, wenn man möchte. Okay, das sieht schon mal bescheuert aus, sage ich jetzt mal. Hätte ich lieber nicht gemacht, weil das sonst bescheuerter sieht. Aber naja, so viel auch dazu. Kommen wir nun zur Vergrößerung. Und ja, zur Vergrößerung habe ich jetzt Robots in the Sky Starscream. Hier sehen wir und hier sehen wir nochmal. Ich mache mal ein bisschen hoch. Hier sehen wir den Vergleich zu Bumblebee, zu Starscream und Megatron. Sharkticon. Der ist natürlich größer, aber passt gut, da in der Serie die genauso groß sind, dass Starscream etwas kleiner ist als Megatron. Ja, hier sieht man es. Und hier. So viel dazu. Und ich glaube, das war's auch schon mit den Jet-Modus. Kommen wir nun zum der Transformation. Zuerst, was wir machen, ist, klappen hier das die Bedeckung hier ab. Und wir sehen, dieser Stift hier, der kommt hier hinein. Zwar so, bis er Klick macht. So, schon schaut hier der Kopf raus. Sehr, sehr cool. Ja, lassen das erstmal so. Kommen hier, lösen hier die von diesen Stiften, die Flügel lösen wir von den Stift hier. Bringen die einmal ab. Dann klappen wir hier diese Teil hier an der Spitze vom Flügel hinein. Lösen dann hier das Bein, was gleich das Bein wird. Und dieser Stift hier, der dann hier miteinander verbindet, hier an diesem Teil, bringen wir dann runter. Irgendwie dreht er sich komisch, denn der Fuß fliegt die ganze Zeit ab, wenn ich den in die falsche Richtung drehe. So, in diese Richtung. So. Kommen wir jetzt zum ersten Fuß. Dann sehen wir hier an so einem Doppelscharnier ist in diese Stück hier. Das bringen wir einmal hoch. Und zwar sehen wir hier diesen Stift hier. Dieser Stift hier, der dann hier hineinkommt. So dass wir das ganze Teil befestigen. Schon so eine Fußform. Dann kommen wir hier, bringen die Hacke nach hinten und schon haben wir einen Fuß fertig. Genauso auf der anderen Seite
lösen hier die Flügel. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Wie sagt man, Schrottlampe? So, ein bisschen Licht, damit es mehr aussieht. Mehr Licht. Tut mir jetzt einfach leid, aber... Weil ich denke, die Sonne wird die ganze Zeit runter und hoch bewegt in den Wolken. Deshalb, naja. Aber egal, kommen wir jetzt weiter hier zum Fuß. Genau das gleiche, lösen hier diese Dings. Diese Seitenteile, also was nachher die Schulter wird, bringen die hier einmal hoch. Genauso auf der anderen Seite drehen wir hier einmal das Teil hoch. Machen die so zusammen, drehen das Bein ab, bringen dann die Hacke nach hinten und die Füße nach außen, so dass wir dann solche Beine haben. So, als nächstes kommen wir hier, und zwar lösen wir hier diese Teile, so, bringen die dann einmal nach ganz nach hinten, schon sehen wir den Kopf, dann splitten wir einmal hier diese Shark Face und bringen die einmal nach oben, so. Dann bringen wir dieses Teil hier nach einmal raus und wir sehen dieser Stift, der hier hinein geht. Und dass dieser Stift hier hinein geht, in diese Lücke. Das heißt, einmal so, bringen dann die Beine einmal ab, so, damit er auch zum Stehen kommt. Bringen sie ein bisschen gerade, so nach unten, so dass man besser sieht. So, dann bringen wir hier einmal das hier hoch, so dass dieses Teil hier rausguckt. Dann kommen wir zu den Armen, splitten die einmal hier, lösen die dann hier und bringen es einmal nach außen. Und zwar sehen wir hier so einen dicken Stift, der dann hier hinein verbindet in diese Riesenlücke. Ich muss doch ein bisschen hoch, meine Güte. So. Dann genauso auf der anderen Seite bringen das einmal so nach unten. Und dann sehen wir hier, dieses ganze Teil ist jetzt so. Und das müssen wir jetzt auf die andere Seite, das heißt nach unten, biegen. Und zwar sehen wir hier an so ein Scharnier, das dann alles hier zusammenhält. So, dann müssen wir die Arme ausrichten. Was wir aber zuerst machen ist, kommen hier zu der Brust und bringen dieses nach oben. Stecken die wieder miteinander zusammen. Dann kommen wir hier zu dem hinteren Teil jetzt. Und wir sehen hier diesen Stift hier am Arm, der dann hier hineinführt in die Brust, so dass dann es alles hält. Das heißt, immer mithelfen. So, also auf der anderen Seite. So, dass wir dann das haben, so. Dann haben wir schon den Körper fertig. Ein bisschen runter noch. Und dann kommen wir zum Arm, drehen die einmal nach auf die andere Seite. Holen die Hand raus. So. Bringen dann die Schulter so nach außen. Und klappen so dieses Teil hier nach oben. Und fertig haben wir eine Arm. Also auf der anderen Seite das gleiche. Drehen es einmal auf die andere Seite. Bringen die Hand raus. Bringen einmal die Schulter wieder
in die Position. Und ja, die Fliege hier kann man hier unten lassen, wenn man möchte. Die Anleitung zeigt so. Aber für mich persönlich ist es so besser. Und ja. Bringe noch einmal die Dinger hier. Die Knie jetzt nach hinten. Und ja, würde sagen, voila. Hier ist Sharktacon Megatron im Robotermodus. Und ich muss schon sagen, eine echt geile Figur. Und ist die beste Figur von der Beast Hunters Reihe, muss ich sagen. Eine sehr, sehr geile Figur. Vor allem schaffen wir uns den Kopf jetzt mal richtig an. Hier sehen wir gelbe Augen, blaues Gesicht, wie immer seine Maske, etwas pinkfarbiges, etwas rosafarbiges, Augenbrauen. Yeah. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber innen drin in diesem Mund sind silber gefärbte Zähnchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber auf jeden Fall sind da Zähnchen drin. Die man jetzt hier nicht sehen kann, leider. Was ihm schade ist. Aber naja, was soll's. Das seht ihr selbst, wenn ihr die Figur habt oder schon habt oder kauft oder was weiß ich noch macht mit dieser Figur. Aber das könnt ihr dann sehen, wenn ihr es genau hinschaut. Ja, hier haben wir dann die Brust ist dann das Gesicht vom Hai. Ich sag jetzt mal Hai. Hi. Klingt jetzt etwas wie ein Hi, Hallo, wie man sagt, Hallo, Hi. Aber naja, kann man auch Shark nennen. Diese Shark Face ist die Brust. Ja, sonst haben wir hier unten an den Beinen etwas Farbe, Violett. Der Rest. Hier sehen wir noch etwas pink, dass das die Flügel waren. Ich hätte mir eher gewünscht, dass hier auch etwas pink wäre, weil sonst macht das irgendwie hier kein Ergebnis, dass hier pink ist und hier einfach so eine Farbe. Ist nicht toll, aber naja, was soll man machen? Aber naja, hier sehen wir auch etwas pink noch. Ja, sehr, sehr cool. Die Bewegungspunkte an ihm ist auf jeden Fall der Kopf. Er kann sich bewegen. Er bewegt sich hin und her. Auf die Seite kann er leider nicht gucken, nur halt so. Schief, boing, 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 boing. Nach oben kann er nicht so, nach unten auch nicht. Die Arme kann man bewegen. Nach hinten. Nicht so ganz nach hinten, nach vorne auch nicht so ganz, wegen, dass es in dieser Vertiefung drin, dieser Stift, und er verbindet diesen Arm. Darum kann er nicht 360 Grad Bewegung machen. Dann der Unterarm kann nach vorne, an die Seite nicht, nach hinten nicht, nur geradeaus. Dann die Hand natürlich. Auch bei der Transformation geht die nach innen. Und ja, bei den Beinen, hier oben auch an der Schulter, bewegt sich, kann sich einmal umdrehen, bewegt sich nach innen, kann auch nach außen. Dann das Bein, das bewegt sich einmal nach hinten, nach vorne, an die Seite, kann sich ganz... Ist etwas locker, aber das kann man so mit so Sekundenkleber befestigen, was ich jetzt nicht mache, weil ich das erst später mache, denn so locker ist es jetzt auch nicht, aber wer möchte, kann sich ein bisschen Sekundenkleber auf den Zahnstocher legen und dann drumherum
montieren, so dass es dann nicht mehr locker wird. Und ja, so viel dazu. Und natürlich hierhin, diese Teile bewegen sich rauf und ab, runter, ab, runter, ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab. Und ja, sehr, sehr cool. Natürlich kann man auch ihm seine Waffe geben. Erstmal Schwert zeige ich euch es. Und zwar kann man den einmal hier an der Hand befestigen. So. Wo er aber nicht stehen will. Irgendwie ist er hier heute fällig. Beknackt. Ach, komm schon. Also das ist echt schwer, die in die Hand reinzukriegen, weil die Hand sich nicht bewegt. Ich hätte mir eher gedacht, dass die Hand etwas beweglicher wäre und man das auch bewegen kann. Ja, so könnte man das machen. So, in etwa. Und natürlich als Waffe kann man das auch machen. Und natürlich als Handfeuerwaffe kann man die ihm besser leichter dran machen. So. Aber leider ist die Waffe auch zu schwer. Und die fliegt schnell hin. Ja, man kann sehen. Viel schnell hin. Aber was am besten ist, ist hier dran zu haben. Und ja. Bitteschön. Aber nein. So. Zum Vergleich haben wir hier einmal Starscream. Das steht jetzt hier noch nicht so gut aufrecht. Ja, ein bisschen hier verbessern. Schon so, hier haben wir noch Starscream. Hier sehen wir den Vergleich, ist fast so groß wie Megatron im Robotermodus. Hier sehen wir Starscream und Megatron. Starscream ist etwas fast größer als Megatron, Sharkticon. Ja, was mich ein bisschen wundert. Und dann haben wir auch hier Beast Hunters Bumblebee, den ich im letzten Video gemacht habe. Hier der Größenvergleich zu dem. Und natürlich hier von Robots in Disguise Transformers Prime Bumblebee. Hier sehen wir nochmal den Vergleich zu Sharkticon, Megatron und Bumblebee von Robots in Disguise. Ja, so viel auch dazu. Also, für mich persönlich, bleib stehen! Die Waffe stecke ich mal hier an seine Hand. Für mich persönlich ist die Figur sehr klasse. Ist klasse. Und ja. Von mir aus könnt ihr sie euch holen. Ich habe die jetzt bei Amazon geholt. Könnt ihr auch bei Action Figure 24 nachschauen. Gibt es wahrscheinlich auch. Aber sonst ja. Schreibt mir in den Kommentaren, ob euch alles gefallen hat. Gebt mir mehr Ratschläge, was ich tun soll. Und ja, schreibt mir einfach in die Kommentare noch, was ihr für Transformers-Figuren sehen wollt, die ich dann in den nächsten Wochen oder Monate dann reviewen würde oder Tage. Aber in den Tagen würde ich natürlich, wie gesagt, die ich noch habe hier, reviewen. Den hier habe ich aber neu geholt, deshalb, ja, und dachte ich, wenn ich hier schon hier die Transformers Prime-Figur mache, dann kaufe ich doch noch eine Figur. Und ja.
Morgen geht's dann weiter. Morgen geht's dann weiter mit Dark of the Moon, Starscream wahrscheinlich. Schaut es auch euch an. Und ja, freue mich, wenn ihr dabei seid. Das war's mit diesem Video und ja, sage vielen Dank fürs Zuschauen und sehen uns dann beim nächsten Mal.